Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deep. Ja, wieder als Taucher, wie gewohnt, bisher zumindest. Ja, schauen wir mal. Wieder übliche Ausstattung, Sonoboje und meine 5-Fachschusspistole, wie auch immer. So, wo ist Steve? Ah, die Kalle, die kennen wir auch schon. Das war, glaube ich, die wir in der ersten Folge schon gespielt hatten. Sonoboje raus. Ja, der erste ist schon gestorben von uns. Ja, die versuchen die Sonoboje wegzukriegen. Oh, haben aber stattdessen... Nee, ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ja, Wahnsinn. Sehr schön. So, und gleich ein Doppelkill hingelegt. So lobe ich mir das. So, schön. Schätze einsammeln. Wir brauchen Geld. Wir brauchen ganz viel Geld. Damit wir uns ganz schön neue Waffen kaufen können. Okay, das war's mit mir. Schauen wir mal, vielleicht gibt's schon eine neue Waffe. Ne, schaut nicht so aus. Rache. Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. So, Waffe kaufen. Ne, reicht leider noch nicht. Wir brauchen mehr Geld, Leute. Wir brauchen echt mehr Geld. Steve braucht mehr Schätze. Ey. So, erwischt. Mit dem Messer. Nee, doch nicht. So, und wieder anerwischt. Mach mal ein bisschen Sushi. So, was das Ding ist, das ist so eine Art Hai-Schild, was der genau macht. Ja, kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Vermutlich Hai abwehren. Achso, das verhindert, glaube ich, dass die Haie genau die Position von uns sehen. Dass sie nicht vorher planen können, wo sie jetzt reinschneiden und wo nicht. Ja, dem Drescherhai sollte man nicht zu nahe kommen, das ist der Kleine. Der macht nämlich Umgebungsschaden. Oh, was geht hier ab? Probieren wir mal ein bisschen ins Tief. Wieder erwischt. Oh, jetzt ist Muni alle. I need Muni. Nein. Okay, gut. Ja, so kommen wir auch an Munition. Jetzt holen wir uns mal eine bessere Waffe. Ich hoffe, dass meine Teamkollegen jetzt hier mal etwas fähig sind, ein bisschen Geld ranzuschaffen. Aber es sieht nicht danach aus. 2, 3, was kriegt man für den Verkauf? Oh, jetzt. Ich bin so ein Trottel. Ja, so reicht's natürlich nicht. So. Eine Sonoboje hätte ich mir jetzt noch holen sollen. So, Steve ist fertig. Und die liegen mit über 10 Punkten in Führung. Das ist das Problem am Drescherhai. Der macht ziemlich Schaden in der Umgebung.
So, Doppelkill, sehr schön. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. So, Amoklauf, 3 in Folge. Ja, das war eine Mine. Ja, wir sind derzeit nicht so prickelnd aufgestellt. Ja, das war's mit mir. Oh, der S-Kicker, der ist gut. Der ist richtig gut. Verkaufen und ja, ich kann sie mir leisten. Und noch eine Sonnenboje dazu. Ja, das war nix. Oh Mann, 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 ey. Die Hai sind gut. Wo ist er hin? Leben haben wir keine mehr. Wir haben jetzt noch unsere 4 Taucher. Wenn die weg sind, dann haben wir das Spiel verloren. Oh, es bumst hier ganz schön rum, ey. Komm, Kanonen ab! Ja, ja, ja! Sehr schön. Ich bin der Letzte. Oh, aber ich bin am Verbluten. Das war's. Ja. Ja, schade. GG. Ja, das war's wieder mit der Folge. Diesmal leider nicht so gut gelaufen. Ich sehe aber gerade, wir sind gerade erst bei 7 Minuten. Wisst ihr was? Da hängen wir einfach noch eine Folge hinten dran. Das dauert jetzt ein bisschen Wartezeiten. Hinterhältig freigeschaltet, Stufe 26. Wir suchen uns gleich in ein neues Spiel. Sollte relativ fix gehen. Je nachdem, Wartezeit derzeit zwischen ja, 10 und 20 Sekunden. Blub, nächstes Spiel in der Kaff. Oder Kaff. Wir spielen an Taucher im Kaff. So. Oder ich hoffe zumindest, dass wir einen Taucher spielen. Es ist ja immer noch die geringe Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich mal einen Hai spielen. Aber ja, wie gesagt, Taucher ist mir eh lieber. Und wenn wir dann ein vernünftiges Team haben, wo dann auch jeder weiß, was er zu tun hat, weil gerade im letzten Spiel war es leider nicht so, da sind viele außenrum, die nicht wirklich wussten, was sie hier tun sollen, zumindest gefühlt. Ja. So, moin, good luck, have fun, alles klar. Wenn jetzt die zwei Kollegen hier noch auf OK drücken, dann haben wir jetzt hier noch eine Wartezeit von ja, 10 Minuten. 10 Sekunden. Komm schon, Chris. Chris Unte. Chris Punkt Unte. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es wieder übliche Standardausstattung, Knarre und die Sonoboje. Ja, 3 Sekunden noch und dann geht's gleich los. Ja, das lässt sich auf jeden Fall verkraften. Mal ein Messer hier ausrüsten, damit wir ein bisschen schneller schwimmen. So, sind ja irgendwo Schätze. Egal. Gleich Richtung Steve. Oh, hier liegt ein bisschen was. So, das soll erstmal reichen, dass die Haie hier kommen und mich wegschnabulieren. Dann haben wir auch nichts gekonnt. Oh, und das ist eine fiese Runde. Mit dem Hammerhai, der ist richtig, richtig mies. Ja, mieser Hammerhai. Ja, wir machen uns hier fertig. Wieder ein Steg. Ja, aber massiv. Die treten uns so massiv in den Arsch.
man sieht hier eigentlich auch nichts. Das ist halt schwierig im Dunkeln. So, auch noch, Nein! Ich hasse diese Hammerhai. Ich finde die so bescheiden. Ich mag die als Gegner nicht. Ich mag die zum Spiel nicht. Ich hole mir jetzt noch eine Sonobuie. So, hier, blub. Die sonier dann halt mal vor sich hin. Schon. Der Krotz, Krotz-Zombie, nicht Krotz-Zombie. Ja, das ist sowas, ja. Wir werden richtig aufgerieben. Wir haben keine Kohle, dass wir uns vernünftige Waffen leisten können. Das wird auch nichts, wenn ich hier das Zeug oder wenn wir das Zeug nicht aufheben. Hier liegt überall Zeug rum, die müssten mal ein bisschen besser Team spielen. Weil das wirklich schwierig ist. Endlich mal ein Hai. Du blöde Hammerhai. Ja, hat auf jeden Fall einen dicken Hammer. So, Waffen kaufen. Ich kann es mir endlich leisten. Ja, komm schon. Ja, also wird nix. Das Spiel werden wir hochgradig verlieren. Ah, das war so knapp, das war so knapp, Leute. Ja. So. Nachladen erst. Steve hat schon einiges abbekommen. Komm schon, Leute! Oh! Ja, also massives Massaker. Das sind die Russen, die sind einfach, ja, so hart unterwegs, ey. Ich kann mir nichts Gescheites leisten. Ach, das war nix. Ach, das ist ja wohl gnadenlos haushoch. Ach, Fackendreck. Haushoch verloren. So, das ist das letzte Leben. Ach, Sieg für die Haie, wohlverdient. Wohlverdient haben sie es. Ja gut, das war jetzt die Ende der Folge. Ich habe heute so einen schönen Sprachfehler. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Adi.